verschwinde, hier hilft nicht zu lachen. Bist du wütend oder hast du schlechte Laune? Soll ich Ihnen zeigen, wie stark du bist? Ach Quatsch, das zeige ich Ihnen schon selber, Blitzdonner und Schweineohr. Na gut, dann halte ich so lange deinen Eimer. Gib schon her. Lass los, nimm deine Finger weg. Dann eben nicht. Ich wollte dir helfen. Ich helfe dir auch gleich. Ich bin wütend. Darauf wäre ich nie gekommen. Ja, weil du dumm bist. Hä? Warum gehst du nicht zu Knöpfchen? Du steckst doch sonst auch immer mit dem zusammen. Geh lieber dem auf die Nerven. Mach ich. Gute Besserung, Muffelknuffi. Oh. Ach, hier steckst du, Knöpfchen. Knuffi hat mich geärgert. Na und? Du musst dir eben nicht immer alles gefallen lassen, aber du bist ein schrecklicher Angsthase. Bin ich nicht. Warum trampelt hier heute denn nur alle auf mir herum? Stell dir vor, du würdest in so einem Weltraumsegelschiff durch den Weltraum segeln. Du würdest ja sterben vor Angst. Haha, dem Kerl habe ich's aber gezeigt. Ratterbum und Ratterbuff hab ich gemacht und hab dem Lehrer den Eimer vor die Füße geknallt. Mit mir nicht. Was? Das hast du gewagt? Ist ja toll. Ja, ja. Ich will mich ja nicht selbst rühmen. Ich bin ja bescheiden. Aber wenn er mich noch einmal schief ansieht, mache ich aus ihm Hackepeter. Ach du meine Güte, der wird bestimmt zu deinem Vater gehen und dich verpetzen. Dann mache ich aus ihm Hackepeter mit Pommes Frites. Ihr hättet mal sehen müssen, wie ich es der Brillenschlange gezeigt habe. Peng! Knuffi, nicht! Und Peng! Oh, nein. Entschuldigung, das ist Was fällt dir ein, du Lausebengel? Das ist ja unerhört! Oh je, der arme Knuffi. Dem geht heute aber auch alles schief. Ich muss euch leider sagen, dass ich gar nicht zufrieden bin mit euch, Kinder. Ihr seid faul und frech. Und heute hat mich dieser Knuffi sogar geschlagen. Zur Strafe werdet ihr in euren Ferien nicht faulenzen, sondern ihr werdet einen Aufsatz schreiben. Das Thema lautet, mein aufregendstes Ferienerlebnis. Hast du verstanden, Knöpfchen? Ja, Herr Lehrer. Dann schöne Ferien. Wiedersehen, Kinder. Ja! Ich werde dem Kerl die Autoreifen zerstechen. Das wird mein Erlebnis. Der parkt sein Auto aber immer zwei Straßen weiter. Soll ich Schmiere stehen? Oh ja, oder wir schieben die Karre in den Gulli. Das ist noch besser. Weißt du schon, was du in den Ferien machst? Keine Ahnung. Ich muss zu Hause bleiben. Wir könnten zelten. Ich habe doch schon gesagt, dass ich hier bleiben muss. Wieso denn? Naja, ich muss arbeiten. Und wenn wir dir dabei helfen? Naja, das wäre natürlich riesig nett von euch. Wird gemacht. Wenn wir uns die Arbeit durch drei teilen, sind wir dreimal so schnell fertig. Also können wir nachher verreisen. Na klar. Ich kann euch gar nicht sagen, wie dankbar ich euch bin, dass ihr meinem Jungen bei der Arbeit helfen wollt. Unter Freunden ist das selbstverständlich. Klar, das Geld, das er dafür kriegt, teilen wir natürlich auch durch drei. Wir sind ja schließlich Freunde. Nein, Knuffi. Knispel, komm her. Ja, Mama. Wenn du das Geld mit deinen Freunden teilen musst, können wir die Miete nicht bezahlen. Keine Angst, Mutter, das werden sie nicht verlangen. Das war nur ein Scherz von Knuffi. Leg noch was drauf, was soll das? Glaub mir, das reicht, das wird sonst zu schwer. Für dich vielleicht, für mich nicht. Mit den paar Dingern loszulaufen lohnt sich gar nicht. Ich kann zweimal so viel tragen. Ich werde dir zeigen. Nein, Knuffi, nicht. Ich hab's dir doch gesagt. Hey, bist du etwa hingefallen? Warte, ich helf dir. Du liebes bisschen. Schade um die schönen Briketts. Jetzt sind sie kaputt. Oh,
Oh, sieht das toll aus. Ich kann die Sterne ganz deutlich sehen. Das muss der große Bär oder das kleine Schwein sein. Quatsch, ein kleines Schwein gibt's gar nicht. Geh weg, lass mich mal sehen. Oh, wow. Klasse, das ist ja umwerfend. Lass mich auch mal sehen, Knuffi. Was ist das? Was soll das schon sein? Sterne, du Blödmann. Nein, das waren fliegende Suppentöpfe oder Untertassen. Wirklich? Ach, Quatsch. Sag mal, was gibt's denn da? Weg da! Ihr seid mir vielleicht ein paar Angsthasen. So ein Blödsinn, da ist doch überhaupt nichts. Warum kriege ich heute immer alles auf die Birne? Da muss was Schreckliches passiert sein. Kommst du mit? Na klar. Wir müssen rauskriegen, was das war. Komm mit, du Angsthase. Wartet. Na. Das ist ein Raumschiff von einem anderen Planeten. Ja, ich glaube, du hast recht. Kommt, wir sehen nach. Nein, warte, das ist zu gefährlich. Bleib hier. Komm. Wenn das gut geht. Ich hab Angst. Jetzt endlich still. Vorsichtig. Na klar. Oh. Vielleicht sind sie nur bewusstlos. Sehen wir nach. Verbandskassen, aber beeil dich. Ja, mach ich. Hey, aufwachen. Wach doch auf. Hier ist der Verbandskasten. Schneller konnte ich nicht. Hier, trink das. Finger weg, sonst schieße ich. Stehen bleiben und keine Bewegung. Wo sind wir hier? Wir sind Raumschiffpiraten in die Hände gefallen. Quatsch, wir sind keine Raumschiffpiraten. Wir wollten euch bloß helfen. Aber natürlich nicht. Ich sehe euch doch an, dass ihr nette Menschen seid. Wieso? Ihr seid auf der Erde und wir sind Menschen. Aber sagt uns, wer ihr seid und woher ihr kommt. Wir kommen vom Planeten der Kinder. Das ist ganz weit weg. Vom Planeten der Kinder? Ja, davon habe ich schon gehört. Unser Planet gehört auch zur Milchstraße. Ihr könnt uns ja besuchen. Dann könnt ihr auch unsere Freunde kennenlernen. Wir wollten einen Ausflug machen, aber dann hat uns die Fledermausbande überfallen. Das sind gefährliche Piraten, die den ganzen Weltraum unsicher machen. Sie haben unser Raumschiff bombardiert. Oh. Psst. Wir konnten uns gerade noch auf den nächsten Planeten retten, auf euren Planeten. Sonst wären wir verloren gewesen. Was ist das? Lulu, mein Kind. Gott sei Dank, wo bist du? Oh, Großvater! Was ist nur geschehen? Die Verbindung war plötzlich unterbrochen. Ist euch auch nichts passiert? Nein, wir sind alle gesund. Die Fledermausbande hat uns überfallen. Wir mussten auf einem Planeten notlanden, auf der Erde. Schon wieder die Fledermausbande?
Warum kann Ihnen niemand das Handwerk legen? Diese Schurken. Wir werden schon gut zurückkommen. Mach dir keine Sorgen. Wir werden dieser Fledermausbande das Handwerk legen. Die sollen uns kennenlernen. Wir machen Ratterbumm, Ratterbuff. Wollt ihr nicht mitkommen, wenn wir nach Hause zurückfliegen? Wenn uns die Fledermausbande wieder angreift, könntet ihr uns helfen. Wir sollen mitkommen, meinst du das im Ernst? Mhm. Ja, und zu Hause können wir euch etwas schenken, weil ihr uns geholfen habt. Klasse, wir wussten sowieso nicht, wo wir in den Ferien hinfahren sollten. Unsere Freunde werden sich wundern. Na, wie findet ihr meine Idee? Ich weiß nicht. Was ist, wenn es dort Kannibalen gibt? Dieser Angsthase macht mich noch wahnsinnig. Wir müssen nur noch schnell zu Hause Bescheid sagen. Ihr dürft niemandem sagen, wohin ihr fahrt. Was ist los mit dir? Du wolltest doch schon immer eine Weltraumreise machen. Und jetzt willst du kneifen. Ich kneif nicht. Klar fahre ich mit. Und du, Knispel, was ist mit dir? Ich habe Angst. Was ist, wenn uns diese schreckliche Fledermausbande auffrisst? Ah, Quatsch, du Feigling. Wir werden die auffressen. Naja, ich weiß nicht. Ich habe auch meiner Mutter versprochen, in den Ferien zu arbeiten. Wir haben doch schon gearbeitet. Reicht das etwa nicht? Faule Ausrede, du hast bloß Angst. Na gut, wenn Knispel Angst hat, fahren wir ihm alleine. Selber schuld. Dann wird er nie erfahren, wie es auf dem Planeten der Kinder aussieht. Ja, und die haben auch gesagt, dass sie uns was schenken wollen. Dann bekommt er eben nichts. Willst du etwa doch mitkommen? Na klar, meine Mutter hat uns auch noch Proviant mitgegeben. Hey, sag mal, du Blödmann, hast du ihr etwa verraten, wo wir hinfahren? Nein, nein, ich habe gesagt, dass wir mit dem Lehrer irgendwo aufs Land fahren und Insekten sammeln. Na ja, es tut mir ja leid, dass ich sie angelogen habe. Aber ihr wisst doch, wir mussten unseren Freunden doch versprechen, dass wir nichts verraten. Na, ist schon in Ordnung. Los, kommt jetzt. Hey, wozu hast du denn diesen blöden Regenschirm mitgenommen? Na ja, ich habe gehört, im Weltraum soll es manchmal regnen und ich habe Angst, dass ich mich erkälte, wenn ich nass werde. Du bist bekloppt. Also sowas. Du hättest lieber mehr Proviant mitnehmen sollen. Wer weiß, ob es im Weltraum was zu essen gibt. Niemand darf etwas von dieser Reise erfahren. Absolut niemand. Das muss alles geheim bleiben. Schwört mir, dass ihr niemandem etwas davon sagt. Ich schwöre es, aber versprechen kann ich es nicht. Ich verspreche es. Ich verlasse mich auf euch. Also gut, Shishi, du kannst starten. Achtung, es geht los! Ich glaube, außer uns hat niemand auf der ganzen Erde gemerkt, dass ihr mit dem Raumschiff gelandet seid. Ich finde das ziemlich merkwürdig. Unser Raumschiff wird von gewöhnlichen Radargeräten nicht entdeckt. Deshalb. Ihr habt uns nur entdeckt, weil ihr die Erschütterung beim Landen bemerkt habt. Aber ich glaube, ihr wart die Einzigen. Ihr müsst jetzt die Sicherheitsgurte anlegen. Wir erhöhen auf dreifache Geschwindigkeit. Der Planet der Kinder ist sehr weit von eurer Erde entfernt. Seht euch das an! Oh. Ich hab Angst. Ich will nach Hause zurück. Ach, halt die Klappe. Ihr braucht keine Angst zu haben. Wenn uns die Fledermausbande nicht angreift, kann uns nichts passieren.
Seht mal, da kommt ein Raumschiff. Das ist bestimmt diese Fledermausbande. Du hast recht. Schnell, wir müssen uns verstecken. Ach Quatsch, verstecken. Wir machen Ratterbump und Ratterbump. Wir machen Hackfleisch aus ihnen. Oh. Nein, das ist eins von unseren Raumschiffen. Es kommt uns abholen. Wir werden umsteigen. Gleich rumst es. Schloss da unten? Dort wohnen mein Großvater und ich. Schön, dass du wieder da bist. Das sind Freunde von der Erde. Sie haben uns das Leben gerettet. Ihr drei habt wirklich das Leben der Prinzessin gerettet? Himmel, Kreuz, Donner und Halleluja. Das ist ja ein Ding. Das ist Momo, der stärkste Mann auf dem Planet der Kinder. Ha 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 ha